Also, mein Ratschlag Nummer eins wäre, was du gerne machst, machst du gut. Und dementsprechend find heraus, was dir gut liegt und was dir Spaß macht, und dann wirst du es auch schaffen. Und dann stehen dir alle Türen offen. Ratschlag Nummer zwei wäre, es gibt keine falschen Entscheidungen, weil ich weiß noch, wie ich 14 war, war jede Entscheidung ein Riesenberg vor meinen Augen. Und dann habe ich gefunden, immer, naja, besser keine Entscheidung treffen, und der Berg ist größer geworden und größer geworden und größer geworden. Und heute würde ich sagen, triff die Entscheidungen, spring ins kalte Wasser, mach sie, wenn es die falsche Entscheidung war oder sich nicht gut anfühlt. Falsche Entscheidungen gibt es ja nicht. Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es Zeit dafür, eine andere Entscheidung zu treffen. Und Ratschlag Nummer drei. Genau. Ratschlag Nummer drei wäre, einmal tief durchatmen. Alles ist gut, alles geht weiter. Alle anderen 14-Jährigen haben dieselben Probleme wie du und sind in derselben Situation. Und tausch dich mit deinen Freunden, Freundinnen aus, und dann ist alles gleich wieder viel leichter. Was steht auf meiner Visitenkarte? Auf meiner Visitenkarte, die ich momentan nicht habe, würde stehen Teach for Austria Fellow 2021, Schrägstrich, Lehrerin an einer Mittelschule. Stefanie Seiler-Tarbuck, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer. Und ich würde sagen, wahrscheinlich würde da irgendwo noch eine Sonne gezeichnet sein. Das ist so mein kleines Markenzeichen, damit ein bisschen positive Energie auch verstrahlt wird, wenn ich meine Visitenkarte austausche. Genau. Das Coolste an meinem Job sind eindeutig die Kinder, mit denen ich zusammenarbeite, ihre Ehrlichkeit, ihre Direktheit, mit der sie jeden Tag auf mich zugehen, und den Spaß, den wir gemeinsam haben, indem wir gemeinsam Zeit verbringen, voneinander lernen. Und ich würde sagen, ich hatte bisher auch keinen anderen Job, in dem ich so konkret eins zu eins das Feedback zurückgespiegelt bekommen habe wie in diesem Job, und das ist mir sehr wichtig und das finde ich ganz toll. Welche Einschränkungen bringt mein Job mit sich? Also allererstes Mal das frühe Aufstehen. Ich stehe um 5:50 Uhr auf, und als Langschläferin ist das für mich eine Komplikation. Aber das ist keine Einschränkung, daran gewöhnt man sich. Die größte Einschränkung, würde ich sagen, ist, dass es ein Job ist, den ich durchgehend immer mit mir mit habe. Das heißt, ich habe keinen klaren Feierabend, wo ich sage, okay, jetzt ist meine Schicht vorbei, zack, alles zur Seite, jetzt kann ich irgendwie Feierabend genießen. Sondern es ist ein Job, der immer mit mir ist und in meinem Kopf immer arbeitet. Und manchmal sind da eben auch Situationen mit Kindern oder Eltern und Erziehungsberechtigten, wo einem die Hände gebunden sind und wo man irgendwie als Steffi nicht mehr so viel machen kann. Und in dem Moment zu sagen, okay, es ist so, finde ich, ist manchmal sehr herausfordernd. Worum geht es in meinem Job? Also, ich bin Teach for Austria Fellow. Das bedeutet, ich bin als Lehrerin an der Bildungsdirektion angestellt, von der Bildungsdirektion angestellt, wobei ich gar kein Lehramtsstudium absolviert habe. Und ich bin eine Quereinsteigerin, bedeutet einfach mal hinein in die Sache. Teach for Austria hat mich dabei unterstützt und begleitet, die richtige Expertise zu haben, um da fachlich und menschlich und pädagogisch, didaktisch einzusteigen. Im Groben geht es in dem Job darum, dass ich unterrichte an einer Mittelschule, im momentan drei Fächer: Deutsch, Musik und digitale Grundbildung. Wir sind ein Jahrgangsteam. Ich bin in den ersten Klassen, bedeutet fünfte Schulstufe. Alle sind so um die 11 Jahre alt. Und da unterrichte ich fachlich die Kinder in diesen drei Fächern. Und nebenbei natürlich eine sehr große soziale Komponente, dass man sagt, wir bereiten diese Kinder auf ihr Leben vor. Wir schauen, wie kriegen wir sie ready dafür, dass sie selbstständig und selbstorganisiert in ihr Leben starten können. Und unsere Vision als Fellows ist vor allem, uns für die Chancengerechtigkeit einzusetzen und zu sagen, wir wollen allen Kindern diese Möglichkeit geben, und genau da setzen wir an und genau da starten wir los. Mein Werdegang. Ich bin in Niederösterreich auf die Welt gekommen und dann dort in den Kindergarten gegangen, in die Volksschule gegangen, ins Gymnasium gegangen. Habe im Gymnasium ein Auslandsjahr gemacht in Irland. Dann habe ich nach der Schule ein Jahr, und nicht ein Jahr, ein halbes Jahr in Indien als Lehrerin schon erste Erfahrungen gehabt in einer NGO. Und bin dann danach nach Berlin gegangen und habe in Berlin Kultur und Technik studiert. Wobei ich sagen muss, dass Kultur und Technik
mein Hauptfach war Kunstwissenschaft. Das Studium war, das ich so nebenbei gemacht habe, einstweilig auch als Schauspielerin in Off-Bühnen gearbeitet habe und da sehr viel in die Theaterwelt, sehr, sehr weit in die Theaterwelt eingetaucht bin und da immer wieder Produktionen auch hatte. Und nachdem ich dann meinen Bachelor abgeschlossen habe, auch dieses zweigleisige, immer noch weiter als Schauspielerin gearbeitet, habe ich angefangen, in einer Kreativagentur zu arbeiten. Ich wollte mich nicht abhängig machen von meinem großen Hobby, der großen Leidenschaft im Theater und bin dann in die Kreativwirtschaft, habe dort als Projektmanagerin gearbeitet und Konzeption gemacht. Bedeutet, ich habe unterschiedliche Projekte geleitet, überlegt, wie könnte das funktionieren, wie machen wir das? Und habe dann in der Corona-Krise oder in der Corona-Pandemie eine kleine Sinnkrise gehabt oder wie wir das nennen könnten und habe darüber nachgedacht, was will ich eigentlich machen, wo will ich hin, was möchte ich verändern und bewirken? Und habe dann entschieden, ich möchte etwas Soziales machen, ich möchte mit Menschen arbeiten und ich möchte für unsere Welt, mich für eine gleichgerechtere Welt einsetzen. Und habe mich dann bei Teach for Austria beworben und bin dann, tada, Fellow geworden und bin mittlerweile an einer Mittelschule als Lehrerin tätig. Genau. Ja, es ginge ohne meinen Werdegang, Teach for Austria Fellow zu werden, weil du musst nur ein Hochschulstudium absolviert haben und mit den richtigen Werten und Einstellungen schaffst du sicher, Teil davon zu werden und dich dafür einzusetzen, dass unsere Welt ein bisschen besser und gerechter wird. Auf mich betrachtet würde ich sagen, nein, weil wäre ich meinen Weg nicht so gegangen, wie ich ihn gegangen bin, hätte ich nicht die Gedanken gehabt, zu sagen, ich möchte etwas anderes machen und den Drive in mir gespürt, etwas verändern zu wollen und zu sagen, das muss jetzt sein, es bleibt mir nichts anderes übrig, ich mache das jetzt.